Ja, mitten in der Nacht und die Patchnotes sind draußen zum 6. Jahrestag von Russian Fishing. 4, 6 Jahre das Game auf dem Markt, 6 Jahre Höhen und Tiefen, aber auch immer noch ein ziemlich geiles Game. Also, seit 6 Jahren können wir jetzt hier angeln in Russian Fishing 4. Mittlerweile eben nicht nur mehr in Russland, sondern es wird langsam auch international. Und das ist gut so. Ich denke, Russian Fishing 4 ist da auf einem grandiosen Weg. Und wir haben immer mehr neuen Content und können immer weitere Gewässer beangeln. Absolut genial. Und jetzt gibt es aktuell Patch Notes, ein kleines Update sozusagen, eine kleine Erweiterung zum Jubiläum. Wir gucken uns das einfach mal eben kurz an. Und zwar wurden die Herausforderungen zum Meeresangeln integriert. Gucken wir doch mal direkt rein. Herausforderungen, und da haben wir sie direkt. Meeresangeln. Richtig nice. Gucken wir auch da mal kurz rein. Fange 3 Fischarten. Ja, mit verschiedensten Montagen. Das sind halt immer so die Basics. Relativ easy erledigt. Fange einen Fisch mit einem Gewicht von mindestens 7 Kilogramm. Auch das kriegt man locker hin. So ein Köhler ist ja schnell gefangen. Dann geht es hier weiter. Fange Fische mit 7 verschiedenen Ködern oder Kunstköder. Auch das gar nicht so schwierig. Fange einen Fisch mit einem Gewicht von mindestens 15 Kilogramm auf einen Pilker. Auch das passiert im Laufe der Zeit einfach. Ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall relativ schnell hin. Fange 10 Fischarten mit der Pilkmontage. Das ist schon mal gut. Das braucht wieder ein bisschen länger Zeit. Aber auch das schafft man natürlich. Fange eine Trophäe. Na klar, fangen wir. Ganz sicher. Dann geht es weiter in die Stufe 3. Fange einen Fisch mit einem Gewicht von mindestens 35 Kilogramm. Ja, hatte ich heute noch. Mehrere. Fange 15 Fischarten mit Meeresjig-Montage. Okay, da muss man dann mal wieder rein in die Meeresjig-Montage, aber ja, schafft man. Fange eine Trophäe, die nicht schwerer als 5 Kilogramm ist. Ja, das kriegt man doch auch hin. Gerade die kleinen, speziell ab 75% mit den ganzen Beifängern, wenn man so auf Makrele geht und Co., die Makrelenhechte und so, dann geht das ziemlich flott. Unter 5 Kilo, ja, schafft man. Fange einen Fisch mit einem Gewicht von mindestens 50 Kilogramm. Ab auf den Heilboot. Klar, kriegen wir doch hin. Fange eine Trophäe mit dem Flying Collar Rig. Von einer der aufgeführten Fischarten. Scholle oder Steinbutt. Hui, okay. Aber das ist auch schon mal wieder gut. Da haben wir einen kleinen Hinweis, womit man wohl auch sehr gut diese beiden Fischarten fangen kann. Und da mir der Steinbutt noch fehlt, nehmen wir doch gerne auch den Steinbutt mit als Trophy für diese Challenge. Sehr schön. Fange 20 Fischarten mit dem Running Ledger Rig und der Rasselbleimontage. Also entweder oder. Und dazu gibt es gleich auch noch weitere Patchnotes. Das sind nämlich diese sogenannten Grundbleimontagen. Gucken wir gleich nochmal rein in die Patchnotes. Die kommen auf jeden Fall nochmal zum Vorschein hier. Die haben wir gleich. Dann haben wir hier Stufe 5. Fange 5 Fischarten aus einer Tiefe von mindestens 120 Metern. Ja, kriegen wir auch hin. Fange einen Seewolf als Trophy. Hab ich erst. Jetzt nochmal fangen. Na gut. Fange einen Trophäen-Rotbarsch mit einer Endbleimontage. Auch da wieder ein schöner Hinweis. Also für die Rotbarsche am besten dann vielleicht die Endbleimontage nehmen. Ja, kriegen wir hin. Machen wir. Fange einen Trophäen-Kabeljau. Ja, 62 Kilo habe ich schon. Heute knapp dran vorbeigesaust. Dann fangen wir ihn einfach morgen. Fange 3 Trophäen mit der Montage für tote Köderfische. Ja, da wird es langsam schwierig. Tote Köderfische, da muss man schon einiges an Prozente haben. Oder ist das sogar die 100%? Meeresangeln.
schwere Bootsroute, tote Köderfische. Tatsächlich 95%. Da braucht man ein bisschen für. Dann haben wir als nächstes Fange eine Trophäe aus mindestens 120 Meter Tiefe. Okay. Ja. Ja, egal was. Trophy, super Trophy, alles gut. Fange eine Trophäenheilbutt. Ja, also noch ein. Fange einen Blauling als Trophy. Hab ich noch nicht. Kriegen wir hin. Wow. Fange eine Trophäe von einer seltenen oder sehr seltenen Fischart. Tja, seltene oder sehr seltene Fischarten. In den Fangdetails wird jetzt für alle Fische ein neuer Parameter für die Artenseltenheit angezeigt. Na, da müssen wir doch direkt mal was fangen gehen. Ich gehe mal hier vorne schnell ans Ufer und dann werfen wir da mal ein bisschen aus und ziehen was raus. Ich bin ja gespannt, was man da gleich erkennt. So, zack, einfach hier eine meiner liebsten Positionen und die Happy Hour geht los. Sehr schön. Ich lasse erstmal ein bisschen absinken. Ja, währenddessen gucken wir rein und hoffen natürlich, dass da direkt was Schönes reingeht. Und zwar einer der neuen zwei Bewohner des Nordmeers. Europäisches Nordmeer hat zwei neue Bewohner. Die Königskrabbe ist endlich da. Die Königskrabbe ist da. Und der Taschenkrebs. Es sind tatsächlich Krabbe und Taschenkrebs da. Das ist doch sensationell. Königskrabbe und Taschenkrebs. Ja, und praktischerweise kann man die auch direkt verarbeiten zu Ködern. Die folgende Köderherstellungsrezepte wurden hinzugefügt. Krabbenfleisch. Ha? Tada! Jetzt geht's los, Alter. Jetzt bimmelt's, Alten. Mein erster Fisch, ein kleiner Köhler. So, nehmen wir direkt natürlich mit. Und wo haben wir es hier? Seltenheit gewöhnlich. Schön. Also sehr, sehr schön. Guter Hinweis natürlich auch für alle, die eher im Anfängerbereich unterwegs sind. Wenn man dann sowas fängt wie einen Don Kaulbarsch aus Versehen, steht da dann zumindest dran. Super selten, maybe. Und dann wundert man sich nicht, dass man seit 11 Stunden da angelt und vielleicht nur 3 Fische davon gefangen hat und immer noch keine Trophäe. Ja, das ist doch schon mal ein guter Hinweis. Also, wenn da so Vermerke sind, dann hilft das mit Sicherheit. Das ist doch schon mal gut. Ja, was haben wir denn noch hier? Neben der Königskrabbe und dem Taschenkrebs sind... der größte Fisch, der am letzten Tag in jeder Region gefangen wurde, wird jetzt im Hafen dargestellt. Das ist schon ein Ding. Wo denn? Da müssen wir gleich erstmal gucken gehen. Da müssen wir gleich im Hafen nochmal gucken gehen, ob da irgendwo was dargestellt wird. Vielleicht gibt es irgendwo eine Tafel oder so aus jeder Region. Okay, immerhin. Kann man da noch mal ein bisschen zeigen, dass man einer ist. Nicht schlecht. Einige neue Stationär, klassische Baitcast und Konventionalrollen sind jetzt im Angelshop erhältlich. Nee. Nee. Okay, ich muss schnell dahin. Fange ich jetzt erst die Krebs, die Muschel, den Krebs. Was war das jetzt? Den Taschenkrebs, die Königskrabbe. Was fange ich denn jetzt? Zack, da geht was rein. Sehr schön. In den Fangdetails wird jetzt jeder Fisch, genau, Parameter der Seltenheit angezeigt. Das hatten wir gerade. Die Absinkgeschwindigkeit der Meeresgrundmontagen. Da sind wir bei den gerade genannten schon. Also beim Flying Collar Rig und bei der Rasselblei-Montage. Die Absinkgeschwindigkeit wurde erhöht. Das ist sehr angenehm, das ist ganz gut. Sehr schön, ja. Folgende Köder zur... Genau, das Krabbenfleisch ist drin, das haben wir auch. Die Anzahl der Erfahrungspunkte wurde erhöht, ja, sehr schön. Anzahl der Erfahrungspunkte für den Fang von schwarzer Heilbutt, blauer Seewolf wurde erhöht.
Jaha, was haben wir denn da bekommen? Erstmal haben wir Prozente gekriegt, wir sind ja auch in der Happy Hour. Ohne Witz, ich bekomme regelmäßig hier vom Land aus Prozente. Also für alle, die jetzt so ein bisschen rumhantieren und noch unsicher sind und immer mit dem Bootsticket hadern, ab an die Spots hier am Ufer, es lohnt. So, wir gucken jetzt mal schnell in den Shop rein. Mich interessieren natürlich die Angelrollen. Das ist ja ein Dingen. So, Angelrollen. Hier. Oh. Wenger Anniversary. Wow. Okay, das ist schon ein bisschen sexy. Das ist so im Retro, so mit Klavierlack, so auf die Art. Yeah. Alter. Sechstes Jubiläum, 6 Jahre, Beluga Wenger. Das ist schon ein bisschen... Das ist schon ein bisschen sehr sexy. Alter, allein von der Typo. Schön die klassische Schrift. Sehr schön. Cooles Design. Sehr, sehr cooles Design. Ja, das schmeckt. Das schmeckt. Ganz normal, ne? Ja, ganz normale Wenger. Bloß im besonderen Design. War klar, nur für Gold. Krasses Ding. Gibt's noch was? Gibt's New Imperial? Das ist neu. Imperial 6000. Nee, mach keinen Scheiß. Mit 16 Kilo. Imperial 4,4, 6000. Aber das ist die neue. Nee, die ist doch schon länger drin, ne? Classic. Okay, 23 Kilo, eine 7000er. Meeresgeeignet. Okay. Was haben wir hier? Simon Minister. Auch 6-Jahres-Edition, 17 Kilo. Auch cool. Auch schon dieser Retro-Style so ein bisschen. Cool auch mit dieser Kupferspule innen drin. Ja. Auch nur für Gold zu holen. Hier oben war die auch gerade nur für Gold. Nee, die ist auch mit Silber. Die auch. Die Simon. Was haben wir hier? Anniversary. Also dieses Schwarz-Gold. Das hat aber schon was. Ei. Alter Falter. Ja, das ist doch mal schick. Imperial 6000, 18 Kilo. Wurfgewicht 13 mit 18 Kilo Bremse. Heieieiei. Da haben sie sich aber einen rausgehauen, ey. Dann haben wir hier nochmal Elektrum. Ah, so titanmäßig, ne? Oder so, ja doch. Ei. Vorgänger, ist da irgendwas beschrieben? Nö, ganz normal, ne? Aluminium, bababa. Salzwasser geeignet. Elektrum. Alter, jetzt geht's los. So Sammler-Edition. Okay, das ist auch cool. Ja, sehr, sehr schick. Auch die 6000er. Und das Ganze hier nochmal in Rosé-Gold. Auch krass. Auch sehr, sehr cool. Poliert, gebürstet. Ja, das hat doch mal einen coolen Style. Was haben wir denn hier noch? Eine Classic Simon. 23 Kilo.
Wurfgewicht 27. Oh, die hat aber eine 7000er. Die braucht aber ein bisschen Gewicht. Ja, wobei dieser Classic-Style hat auch was, ne? Also das ist auch gar nicht so schlecht, ey. Was haben wir denn noch? Gibt's hier noch was? Borealik. Jetzt geht's los, ey. Reef Borealica, die normale 30er, ja. Auch nochmal gut. British Green, oder? Ist doch dieses British Racing Green. Ja doch, also das ist schon, das wirkt schon sehr, sehr edel. Das wirkt schon sehr, sehr edel. Und hier kommt nochmal, Alter, okay. Okay. Das ist ja anders wild. Okay, das ist ja richtig cool. Das ist ja nochmal richtig geil. Gerne auch hier mit ein bisschen Schnörkel und Schnickschnack. Aber das ist doch richtig cool. Die Imperial C40. Ei, ei. Ei, 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 ei. Ja, abgefahren. Cool. Sehr, sehr, sehr cool. Einfach ein bisschen schickimicki. Kann man sich mal gönnen. 6 Jahre Jubiläum kann man sich mal gönnen. Im Normalbereich nicht, aber im Endgame-Bereich. Ja, ein bisschen was Besonderes. Auch hier, wie gesagt, die Winger. Das ist schon ein bisschen was Besonderes. Das ist schon gut. Ja, sehr, 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 sehr geil. Sehr, sehr coole Sache. Wow. Ei, 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 ei. Das ist ja ein echtes Ding. So, jetzt müssen wir nochmal schnell... Ne, Moment. Jetzt gucken wir hier gerade nochmal eben. Gab es hier irgendetwas? Rekorde mit Namen, Seewölfe, Rekordtabelle, ganz normal. Rangliste ist das nicht. Wird hier irgendwo... Wird hier irgendwo was ausgestellt? Ich wollte gerade sagen, sind das hier die Köpfe oder was? Nee, das sind die... Die gibt es überall. Ist hier sowas? Warte mal, es war doch noch irgendwas mit dem Shop, ne? Hatte ich nicht noch irgendwas gesehen mit dem Shop? Werkzeugladen, Fischmarkt? Genau, ne Moment, das Tintenfischfleisch von gefangenen Tintenfischen und gefrorenen Tintenfischen. Gefrorenen Tintenfisch, der im Supermarkt gekauft werden kann. Im Supermarkt. Werkzeugladen ist doch also hier hinten, Lebensmittel, ne? Haben wir das jetzt hier drin? Da ist der Apfel, da ist die Schoko, der Schokokuchen. Mmh, gefrorener Tintenfisch. Ach, wat. Ganze gefrorene Tintenfischkarkasse. Schockgefroren. Um alle verbraucherfreundlichen Eigenschaften von frischem Tintenfisch für lange Zeit zu bewahren. Geeignet für die Herstellung von Ködern. Ha. Alter. Geeignet für die Herstellung von Ködern. Haben wir Schokoladenkuchen auch? Ist der auch geeignet für die Herstellung von Ködern? Alter. Schokoladenkuchen 6 Portionen. Wunderschöner Schokoladenkuchen. Wunderschöner Schokoladenkuchen zum Level Up. Zum 6. Geburtstag. Das ist doch der Hammer, Alter. 6 Portionen direkt da drauf. Ja, das reicht aber auch, ey. So, gibt's noch was zum Anstoßen? Nope. Alles klar. Ja, das ist natürlich gut. Jetzt gucken wir gerade nochmal rein hier bei der Herstellung. Und wo haben wir's? Miesmuschel, bla bla bla. Krabbenfleisch. Ja, da ist es. Ab 500 Gramm. Ab 500 Gramm. Ich würde ja schon gerne so eine Krabbe fangen, ne? Das wäre doch der Oberhammer.
Wurden schon welche gefangen? Es wurden schon Taschenkrebse gefangen. Da ist er. 800 Gramm. Und die Krabbe, doch hier, Königskrabbe, auch schon 7 Kilo. Zack, da geht was rein, was Kleines. Ja, dann kommen wir doch mal direkt zum nächsten Punkt. Ein Erinnerungsgeschenk zum 6. Jahrestag von Russian Fishing 4 ist jetzt erhältlich. Und zwar, um das Geschenk zu erhalten, muss man einen beliebigen Fisch vor dem 19.06.23 2 Uhr in der Nacht. Also vor dem 19. Juni bis 2 Uhr muss man einen beliebigen Fisch fangen und wieder freilassen, um das Jubiläumsgeschenk zu erhalten. Und jetzt lassen wir ihn frei. Der Spieler muss mindestens Level 15 erreicht haben. Also, bis zum 19. Level 15 erreichen, ist ja wohl schnell gemacht. Einfach mal kurz in die Tutorial-Serie reingucken. Dann zack, 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 nachleveln. Und schon hat man hier... Ja! Ich werd weich, Alter. Und schon hat man hier 6 Jahre Russian Fishing 4. Das Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, hier ist dein Geschenk. 6 Jahre RF4 Geburtstagskuchen, 6 Portionen. Ja, Alter, der kommt doch ins Haus, Alter. Als ob man das isst. Der, also ich hoffe, ich kann das im Haus irgendwie auf den Tisch stellen oder was. Schönes Teil. Okay, das kommt ins Haus. Das kommt auf den Tisch. Das kommt auf den Tisch. Nee. Alter, Kölschestiljetto, also perfekt zum Jubiläum hier so ein Teil. Und ich glaube, das kann dann ins Haus. Aber das andere Ding, die Torte wird doch nicht aufgefressen, Alter. So, das war's. Sehr, sehr, sehr krass. Tja, und damit es nicht so einfach wird, steht natürlich zum Ende noch im europäischen Nordmeer. Also nur hier am Nordmeer und nicht im restlichen Game fand eine Migration statt. Das heißt, die Fische suchen sich neue Spots. Bedeutet für uns, wenn wir hier am Nordmeer sind, müssen wir wieder neu suchen, neue Köder, neue Spots. Bisschen ausprobieren. Im restlichen Bereich des Games sollten die altbekannten Spots, die wir zuletzt hatten, immer noch funktionieren. Trotz allem lohnt es sich natürlich nach wie vor auch immer mal wieder andere Köder zu testen. Die Fische haben möglicherweise ihren Lebensraum und ihre Vorlieben für Köder geändert. Ja, gucken wir nochmal kurz durch. Wir haben die Herausforderung. Da bimmelt es auch schon die ganze Zeit. Ich muss erstmal auswerfen hier. Meine Happy Hour läuft ja. Es sind die neuen Bewohner drin. Die Königskrabbe und der Taschenkrebs. Es wird jetzt der größte Fisch am letzten Tag in jeder Region. Der wird im Hafen dargestellt. Ich bin übelst gespannt, was man da sieht. Oha, komm ran hier. Da kommt sie schon, die große Krabbe. Eine neue Stationär, genau, diese seltenen Stationär- und Konventionalrollen. Das ist ja der, das ist schon sexy. In den Details, genau, neue Parameter für Seltenheit wird angezeigt. Das ist auch richtig, richtig gut. Sehr, sehr gut. Absinkgeschwindigkeit, auch super. Absinkgeschwindigkeit für die Meeresgrundmontagen, dass die schneller ist. Sehr, sehr gut. Folgende Köderherstellung, genau, Krabbenfleisch und für die Königskrabbe. Königskrabbe und Taschenkrebs, dass man das eben auch verarbeiten kann als Köder. Sehr, sehr gut. Dann mehr Erfahrungspunkte für den schwarzen Heilbutt, für den Heilbutt und für den blauen Seewolf. Auch richtig schön.
Das Erinnerungsgeschenk, absolut top. Also das natürlich für Fans und Freaks genau das Richtige. Sehr, sehr schön. Und ja, dann haben wir hier noch die Fischmigration. Ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles durch. So, der Fisch hier ist auch gleich durch. So soll das sein. Ja, und was ist noch durch? Die Verlosung vom letzten Video von der Goliath. Auch die ist durch. Also da auch nochmal ein großes Dankeschön an RF4 für das Sponsoren der Goliath 30.000. Auch das verlinke ich nochmal. Und unterm Video in den Kommentaren, da ist auch schon der Gewinner angepinnt in den Kommentaren, der gewonnen hat. Dickes, fettes GZ auch nochmal Glückwunsch zu dieser genialen Rolle, die Goliath 30.000 fürs Meeresangeln. Doch richtig, richtig gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt am Montag, das Video ist ja jetzt gerade frisch raus, am Montagabend machen wir dann das erste große Wettangeln auf die Tada! Abgeschlossen auf die Krabbe und auf den Krebs. Da müssen wir doch drauf gehen. Montagabend, 19 Uhr auf Twitch. Mal wieder Wettangeln. Also wie jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Immer 19 Uhr auf Twitch. RF4 Wettangeln. Ja, und ich würde sagen, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, wenn es dir gefallen hat und geholfen hat. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Wie gesagt, dann montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr. Petri.